Hallo und herzlich willkommen, liebe Eishockey-Fans, hier bei Timeout, den Teufelskanal der Roten Teufel Bad Nauheim. Mit der Eishockey-Oberliga-Partie vom 22. Februar 2009 in Bad Nauheim gegen den EHC Klostersee. Daniel Wrobel nach langen Wochen wieder von Anfang an im Tor. Er hatte am Freitag beim 3:1-Sieg in Passau gut gehalten und bekam also den Vorzug. Überhaupt hatte sich in der Woche personell einiges getan. Er hier ein Rückkehrer an alte Wirkungsstätte, Alexander Schuster. 5 Jahre ist es bislang her, schon her, dass er gespielt hat. Die Bad Nauheim aber nach wie vor ein Publikumsliebling. Ja, es hatte sich einiges getan, einige Umstellungen, nachdem es ja zuletzt nicht ganz so rund lief bei den Kurstädtern. Die Formation wurde neu gemischt und das hatte sich in Passau bereits gut ausgezahlt. Und wie gesagt, mit 3 Punkten kehrte man aus Bayern zurück. Und auch in dieser Partie machte man von Beginn an gleich viel Druck, aber es war da ein Mann, der stand vollends im Mittelpunkt des gesamten Spielgeschehens. Das war der Torhüter Florian Hochhäuser, der immer wieder zur Stelle war mit dem Schoner, mit der Fanghand und mit der Stockhand war er zur Stelle. Die Bad Nauheimer, sie waren bemüht, hier vielleicht die größte Möglichkeit, 7. Minute, ein Rebound und Jan Barter schießt genau in die Fanghand von Hochhäuser, der bereits am Boden lag, ein Stückchen höher und es wäre die Führung gewesen. Aber so ist das nun mal in solchen Spielen. Der Torhüter spielt sich in einen förmlichen Rausch hinein und die Gastgeber bzw. der Gegner, er scheint wie vor einem vernagelten Tor zu stehen. Immer wieder die Bemühungen, die Spielanteile waren 80-90% vielleicht sogar auf Seiten der Hausherren, die es aber einfach nicht schafft, in ihre Möglichkeiten in Tore umzumünzen. Hier auch Matthias Baldis, ebenfalls wieder am Goalie gescheitert. Der nächste Angriff, Patrick Gugula gegen 2-3 Gegner mit der Rückhand. Der Winkel dazu spitz geworden. Und dann kommt so, wie es manchmal kommen muss, der erste Angriff von den Grafingern. Und da sitzt das Tor sofort. Erster wirklich gefährlicher Angriff. Gerd Acker, 14. Minute, das 0:1, eine ganz bittere Pille, denn Bad Nauheim war spielbestimmend und die Bayern, sie sind einmal durch und machen gleich das Tor, also eiskalt ausgenutzt, danach sogar noch ein Powerplay, Heiko Vogler draußen, 16. Minute, den Schläger hingehalten von Sauter, abgefälscht, den Schlagschuss von der blauen Linie, unhaltbar für Daniel Wrobel, das 0:2, also das Geschehen hier völlig auf den Kopf gestellt, auch gleich eine Auszeit von Fred Carroll, der seinen Mannen nochmal neuen Mut machen wollte und sie nochmal einstimmen wollte für den zweiten Abschnitt, in dem die Spielanteile ähnlich gelagert blieben wie im ersten Drittel. Bad Nauheim war bestimmend, hatte auch einige gute Möglichkeiten, aber die ganz, ganz großen Chancen waren dann doch nicht dabei. Bis dahin vielleicht von Jan Barter, wie vorhin gesehen, in der 7. Minute die allergrößte Chance. Ansonsten doch viele Schüsse, die Hochhäuser dann auch relativ einfach wegfischen konnte. Bayern mal mit ein paar vorsichtigen Versuchen, aber insgesamt sieht doch eher in der Abwehr überließen Bad Nauheim das Feld. Diese bemühten sich wirklich redlich, das konnte man ihnen nicht absprechen. Es war auch eine etwas körperbetont geführte Partie, aber nichts Unfaires dabei. Hier jetzt mal eine Strafzeit von Lenny Gehr in der 32. Minute, ein Powerplay für die Grafinger. Das aber ohne Probleme. Jetzt mal Hochhäuser mit einem kleinen Moment der Unaufmerksamkeit, aber ohne Probleme. Die Abwehrspieler stehen auch sehr gut an den Pfosten, machten gleich wieder die Rebound-Möglichkeit zunichte. Kevin Lavely probiert es mal mit einem seiner Antritte, aber das funktioniert eben dann auch nicht immer. Der letzte finale Pass, um die ganz, ganz große Möglichkeit herauszuspielen, fehlte ganz einfach, auch wenn das Problem wie hier von Sven Breiter mal exemplarisch zu sehen auf jeden Fall da war. Also anders als noch in den letzten Partien, als man doch das Gefühl hatte, dass man das Spiel so ein bisschen laufen ließ und sich nicht mit 100% Kraft und Engagement einsetzte. Das war ganz anders in dieser Partie. Jetzt mal zur Abwechslung Powerplay für die Roten Teufel. Kurz vor Ende des zweiten Abschnitts. Die Scheibe läuft gut. Ein Schuss von Schwab und erhält Lenny Gehr einfach mit einer Hand den Schläger rein und schiebt das Hartgummi über die Linie. Endlich also das erste Tor. 38. Spielminute. Der Anschlusstreffer für den EC Bad Nauheim. Völlig verdient zu diesem Zeitpunkt und genau zum richtigen Moment kurz vor dem zweiten Pausentee. Also doch noch den Anschlusstreffer markiert. Aber man musste aufpassen. Klostersee, wenn sie vor das Tor kam, wurde es sofort wieder gefährlich. Und Daniel Wrobel musste jetzt auch das eine oder andere Mal eingreifen. Das machte er souverän und hielt seinem Team diesen Anschlusstreffer. Ein bisschen Aufregung. Christian Franz, Alexander Baum,
Beide mit involviert. 39. Minute, kurz vor der zweiten Pause. Es handelte noch einmal Strafzeiten bei Bad Nauheim. Baum und Franz draußen, und bei den Gästen war es Philipp Quinion und Fred Carroll. Er kann es nicht glauben, dass zwei seiner Akteure raus mussten. Natürlich, in Unterzahl kann man eben keine Tore schießen, das war ihm auch klar. Mit 1:2 ging es in den letzten Abschnitt. Seine Mannschaft wollte noch einmal alles geben und versuchte noch einmal Druck zu machen in Richtung des Tors der Münchener, wie in den ersten zwei Abschnitten eigentlich das Spiel geschehen. Und Einnahme nach wie vor Mittelpunkt. Florian Hochhäuser auch hier wieder zur Stelle. Rebound. Was er an diesem Abend hielt, es waren gut und gerne 60 bis 70 Schüsse. Das war schon aller Ehren wert. Aber Bad verzweifelt natürlich auch so ein wenig. Und die Uhr vor allen Dingen, sie spielten wirklich gegen die Uhr jetzt. Denn unbedingt musste das zweite Tor her, damit man etwas Zählbares mitnehmen konnte. Man bekam sogar eine Powerplay-Möglichkeit. Jetzt war Alexander Schuster draußen, 45. Spielminute. Vielleicht mit einem Mann mehr ginge etwas, aber zuletzt das Powerplay doch eher harmlos. Mal ein Schuss von Chris Eid von der blauen Linie, Torraum abseits, gepfiffen. Dann kamen natürlich auch noch solche Szenen dazu. Ryan Herr mal ein kleines Momentchen der Unaufmerksamkeit über die Fanghand, aber sofort auch geklärt vom Abwehrspieler. Das waren eben die Grafinger, sie spielten clever, die sich bietenden Chancen hatten sie bis dahin eiskalt genutzt mit den zwei Toren. Bad Nauheim musste viel mehr tun und am Ende natürlich auch das Spiel am Freitag hat viel Kraft gekostet. Wurden die Beine doch auch ein wenig schwer und dann war ja noch ein Florian Hochhäuser da, der dann solche Szenen auch immer wieder parieren konnte. Das macht es natürlich nicht unbedingt einfacher. Es wäre so wichtig gewesen, etwas Zählbares mitzunehmen, nachdem man die drei Zähler aus Passau einfahren konnte. Aber wie gesagt, man hatte drei Überzahlmöglichkeiten. Jan Bartha läuft links mit, das wäre eine gute Szene mal gewesen. Bekam die Scheibe dann leider nicht. Wieder ein Überzahlspiel. Mittlerweile 55. Spielminute. Es wurde aber nichts draus. Das muss man sogar noch aufpassen, dass man nicht in einen Konter läuft. Das dritte Tor von Klostersee wäre die Entscheidung gewesen. So aber nochmal vertagt. Patrick Bogula schön gesehen. Auf der rechten Seite, Scheibe lief gut, Alexander Baum, nochmal die Möglichkeit, da steht Kevin Lavely dort, wo er stehen sollte, hat ihm der Trainer gesagt, neben dem Tor, verzieht aber nochmal Chris Eid, mit aller Gewalt probiert es die Roten Teufel, wollten den zweiten Treffer unbedingt markieren, aus diesem Grund stellte Fred Carroll auf zwei Sturmreihen gegen Ende um, wie auch schon in den letzten Partien öfters gesehen. Es sollte aber am Ende nichts mehr bringen. Zudem noch eine Strafzeit gegen den John Hooks, den Neuzugang. Er spielt insgesamt unauffällig, unnötig diese Szene, denn er hätte vielleicht noch den Torhüter herausnehmen können, aber so spielte man Unterzahl, bekam natürlich nicht mehr die Chance dazu, mit 6 gegen 5 vielleicht zu agieren, und so lief die Zeit herunter und die Grafinger, sie nehmen also 3 Punkte mit nach Hause. 1:2 Niederlage der Roten Teufel. Jetzt geht es nach Peiting, dem Spitzenreiter der Südgruppe, und dann am 1. März 15:30 Uhr, den Sonntag, kommt der TV Miesbach mit dem Familientag im Kölnstadion, und mit dem Video sind wir dann auch wieder bei Timeout dabei. Bleibt uns treu, schaut auf der Homepage vorbei. Bis dahin, macht's gut und tschüss.